Wir müssen dringend etwas an meinen Einschaltquoten ändern. Ich will, dass meine Beliebtheit nur noch steigt. Ich bin dieses Auf und Ab leid. Ich brauche Ideen, die garantiert Erfolg bringen. Also hast du irgendwelche Vorschläge? Was ist an der alten Strategie falsch? Sie funktioniert nicht. Es ist das erste Mal, dass meine Einschaltquoten so stark gesunken sind. Es muss ernsthaft etwas unternommen werden. Vielleicht ein Video mit Spinners? Zu alt. Dafür interessiert sich schon lange niemand mehr. Was ist denn mit Poppet-Rezensionen? Nein, das ist zu abgedroschen. Wir brauchen etwas Originelles. Ich weiß. Wie wär's mit Knast? Vielleicht sollte ich dich einfach feuern. Aber was habe ich denn falsch gemacht? Du hast überhaupt nichts Nützliches getan. Ich werde wie immer alles selbst machen müssen. Ich werde auf dem Chumplum-Wow-Kanal nach Inspirationen suchen. Knast scheint im Moment ein beliebtes Thema zu sein. Ich glaube, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Also, was soll ich tun? Oh, ich kann also nicht in ein Café mit Poppets essen und Tieren gehen? Ich habe eine ziemlich gute Idee. Ich hoffe, es funktioniert. Hallo, Mister, würdest du mir einen Brownie für falsche 10 Dollar verkaufen? Ich habe einfach keine echten. Ist das dein Ernst? Nein, natürlich nicht. Nimm dein nutzloses Stück Papier und verschwinde. Aber bitte, auf keinen Fall. Ein Besucher? Miss, es tut mir leid, aber damit darfst du nicht in unser Café. Verstoße ich gegen das Gesetz? Das ist ja furchtbar. Officer, führ die Dame ab. Miss, ich muss dich festnehmen. Es ist dir sicher unangenehm, mir Handschellen anzulegen, was? Oh, ich will meine Hände frei haben. So, also komme ich jetzt ins Gefängnis? Was soll ich denn damit machen? Du musst auch mit mir kommen. Was? Das ist ein Irrtum. Nein, das ist nicht meine Schuld. Das sagt ihr alle. Da haben wir's. So, bitte lass mich gehen. Ihr habt das alles falsch verstanden. Ich bin jetzt im Knast. Und worüber freust du dich so? Ich bin beschäftigt, also setzt euch ruhig hin. Also es geht um Folgendes. Ich bin eine beliebte Videobloggerin und möchte mich hier amüsieren und meine Social-Media-Aktivität steigern. Ich hoffe, du wirst mir dabei helfen. Klar, kein Problem. Mit dem Geld könnte ich mir eine Menge Donuts kaufen. Hey, was ist mit dir? Ich? Ja, ich habe kein Geld, aber ich habe diese tollen Schuhe im Second-Hand-Laden gefunden. Nimm deine Füße vom Tisch. Warum ist er so unhöflich? Wage es nicht, das noch einmal zu tun. Und es wartet ein Fotoshooting auf dich. Komm an die Wand und halte das Schild vor dich. Was immer du sagst. Gefällt dir das? Gut, und jetzt dreh dich um. Vielleicht fängst du an, nebenbei als Fotograf zu arbeiten. Dreh dich auf die andere Seite. Irgendetwas stimmt nicht. Ich glaube, ich sollte mit meinen Outfits experimentieren. Rosa? Das ist nicht schlecht, ich sollte es nochmal versuchen. Oh, das ist etwas Interessanteres. Was? Hey, gib das wieder her. Na gut, wir werden mit dem arbeiten, was wir haben. Jane ist gut mit der Kamera. Kein Wunder. Schließlich ist sie Bloggerin. Sie ist so fähig, dass sie sogar ein Fotoshooting im Gefängnis zum Strahlen bringt. Das ist ein gutes Foto. Du kannst gehen. Wer ist der Nächste? So stehe ich doch richtig, oder? Nein, dreh dich zu mir. Was immer du sagst. Und dein Kopf muss mehr nach links gerichtet sein. Ist das in Ordnung? Ein bisschen mehr, ja, ein bisschen weiter. Genug? Nun, geh erst dem Bild raus und lass das Schild da. Wird denn jeder so fotografiert? Anscheinend nicht. Das sieht aus wie ein professionelles Fotoshooting. Alle im Internet lieben meine neuen Fotos, ich bin so glücklich. Was habe ich falsch gemacht? Wie bin ich hierher gekommen? Was haben die vor? Hast du es mitgebracht? Ja, genau wie du wolltest. Danke. Jederzeit. Ich werde mir bald ein neues Auto kaufen. Hey, hey. Ich gehe dann mal arbeiten. Ich bin auch im Knast. Das muss ich irgendwie für meine Popularität nutzen. Oh, ich hab's. So. Und was ist ein selbstgebautes Stativ ohne Klebeband? So fällt das Smartphone sicher nicht runter. Geschafft. Nur der Sitz leuchtet nicht. Alles klar, ich bin bereit loszulegen. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Rose und heute erzähle ich euch ein paar interessante Fakten über das Leben im Gefängnis. Oh, warum sieht sich niemand meinen Stream an? Was ist mit Jane?
Schreib einen Kommentar, wenn du auf eine Führung durch meine Gefängniszelle wartest. Sag mir, wie ich die Aufmerksamkeit des Publikums bekommen kann. Nur eine Sekunde. Probier das mal aus. Ein Pflaster? Dankeschön. Jetzt habe ich auch einen Softgirl-Look. Wie gefällt euch meine Stiländerung? Hey, das funktioniert doch nicht. Du brauchst mehr süße Details. Nimm sie. Danke nochmal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bin wieder da. Na, wie läuft's? Oh, hier sind deine ersten drei Zuschauer. Bist du aufgeregt? Ja. Es ist seltsam. Mein Gefängnisvlog hat ein paar Aufrufe. Was ist denn mit dem Video los? Tadam, tadam, tadam. Das ist also die, die mich mit ihrer Unbeliebtheit ansteckt. Officer Green, komm sofort hierher. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ersetze meine Zellengenossin mit jemandem, der beliebter ist. Das kann ich nicht tun. Das ist falsch. Bist du sicher? Ach, weißt du, mir wird schon was einfallen. Das hoffe ich. Na, na, na. Aua. Was ist denn hier los? Glückwunsch, du bist jetzt frei. Du machst keine Witze? Juhu, ich bin so glücklich. Mach es einfach schnell. Gewöhn dich daran, du wirst hier leben. Nimm es und sag Hallo zu deiner Zellengenossin. Wer in aller Welt ist sie? Rose hat nur 17 Abonnenten und Michelle hat 24. Sie ist beliebter. Hey! Hm, ich verstehe. Gut, lass sie bleiben. Dann werde ich gehen. Ist das in allen Gefängnissen so? Ist alles bereit? Ja, es wird so laufen, wie es laufen soll. Die Kamera ist schon an. Toll. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Hm, was ist das für ein seltsames Geräusch? Es stört meinen Schlaf. Ich muss das in den Griff bekommen. Oh, hallo Michelle. Bin ich auf einer Kostümparty gelandet? Ich muss meine Zellengenossin finden. Oh, wie gruselig. Ich hatte keine Zeit, ein Testament zu schreiben. Oh, Michelle. Weißt du, was hier los ist? Etwas sehr Unheimliches. Ha, wollen wir spielen? Nein, ich will leben. Hey, hey, was machst du da? Halt, stopp. Du brauchst nicht so zu schreien, das ist nur unser Sicherheitsmann. Ich habe mich wohl zu sehr in die Rolle vertieft. Wir haben nur ein neues TikTok-Video gedreht. Tut mir leid, ich hatte Angst. Du hast deine Rolle perfekt gespielt. Das ist zu viel. Was sollte ich drehen, um mehr Likes und Views zu bekommen? Oh, ich glaube, ich weiß die Antwort. Hallo, meine Lieblinge. Heute werde ich mich über unseren Wachmann lustig machen. Er merkt nichts, wenn er das Geld zählt. Neuer Sportwagen, warte auf mich. Fertig. Hier kommt der Streich. Um beliebt zu sein, ist Jane bereit, jedes Risiko einzugehen. Haha, geschafft. Ich frage mich, ob die anderen Insassen die neuen Handschellen mögen werden. Hey Green, steckst du da drin fest? Es sind schon 10 Minuten seit dem Mittagessen vergangen. Na und? Oh, er ist so ein Unruhestifter. Ich bin am Verhungern und das ist deine Schuld. Ich werde dich verklagen. Sei still. Hör auf zu schreien oder ich fessele dich mit Handschellen an das Gitter. Was ist das? Schöne Handschellen, Officer. Woher kommt das dann? Ich habe alles gefilmt. Der Streich war erfolgreich. Ich werde es nicht dabei belassen. Ich konfisziere eure Smartphones. Jedes einzelne. Jane, die Ersatzgeräte auch. Gern geschehen. Mehr. Ich habe keine Smartphones mehr. Ich schwöre auf mein TikTok-Konto. Na gut, nimm sie. Du kannst dich von ihnen verabschieden. Nein, bitte tu das nicht. Das ist deine eigene Schuld. Nein, du bist so grausam. Aber ich denke, ich werde das iPhone 14 selbst behalten. Ich brauche ein Smartphone eigentlich nicht so sehr. Na, wie du willst. Der naive Mr. Green unterschätzt mich. Wow, so cool. Vielleicht kannst du auch ein Smartphone für mich besorgen. Was? Wofür hältst du mich? Natürlich kann ich das. Warte mal kurz. Hier hast du es. Ich habe das Video, wie man aus dem Gefängnis mit Lifehacks ausbricht, gefunden. Es ist ein toller Lifehack. Speziell für Gefangene. 3D-Tätowiermaschinen.
Du tätowierst einfach ein Objekt und es landet in deinen Händen. So eine sollten wir auch bestellen. Oh, Mädels, ich habe etwas für euch. Es ist ein schickes neues Accessoire für Gefangene. Der letzte Schrei. Aua, das tut weh. Sieht aus, als säßen wir fest. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Lass uns gehen. Das ist mein neuer Handschellen-Ohrringstreich. Du hast mich zu meinem YouTube-Kanal inspiriert. Meinst du, ich sollte sie gehen lassen oder ein lustiges TikTok-Video mit ihnen machen? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Tschüss!